Hi, hallo, herzlich willkommen hier bei Saucool Basteln. Ich bin der Sascha und dieses Mal wollen wir uns einen Korpus bauen. Einen Korpus für meine Säge als Unterstand. Da kommt sicherlich noch ein bisschen mehr dran, aber erstmal geht es nur um den Korpus. Also, wenn ihr sehen wollt, wie ich das verwirkliche, dann bleibt einfach dran, denn nach dem Intro geht's weiter. Also, bis gleich! Ja Leute, das ist mal meine Säge komplett zusammengebaut. Ich glaube, so habt ihr sie noch nie gesehen. So hatte ich sie noch nie eingesetzt. Hab ja lange überlegt, ob ich die Haken hier, das sind diese Halter, ob ich die kaufe oder nicht. Habe sie jetzt günstiger gefunden, deshalb habe ich sie gekauft und nicht selbst gemacht. Ja, für das Teil, da bauen wir jetzt einen Unterstand. Dafür brauchen wir natürlich die gesamten Abmaße und deshalb habe ich sie einfach mal zusammengebaut. Ja, außer der reinen Säge möchte ich hier auch meinen Frästisch einbauen. Das heißt, der kommt hier hinten noch dran. Das müssen wir natürlich noch zuzüglich rechnen. Und dann haben wir die gesamte Breite. So, inzwischen haben wir alle Maße. Das heißt, wir können mit dem Zuschnitt anfangen. Für dieses Projekt habe ich mir überlegt, nämlich Multiplex. Einfach, weil es stabiler ist. Und ja, einfach auch, weil es mir besser gefällt. So Leute, den Grobzuschnitt haben wir soweit fertig, obwohl ich gerade festgestellt habe, so wie ich mir das vorgestellt habe, werde ich es nicht bauen können, denn ja, ich glaube, das Teil wäre am Ende instabil, da würde einfach die Platte am Ende durchhängen. Also müssen wir mal gucken, wie ich das, was ich brauche, auch tatsächlich verwirklichen kann. Ich denke, ich mache mir mal einen Plan. Obwohl, nicht um einen Plan, das kann eigentlich nur in die Hose gehen. Und es wäre Licht. So Jungs, ich habe jetzt einen Plan. Sofern man bei diesem Teil von einem Plan reden kann. Also ungefähr so soll das Ding aussehen, wobei ich sagen muss, ich weiß noch nicht, ob es hundertprozentig so wird. Diese Aussparung hier in der Mitte, ich weiß noch nicht, ob ich die wirklich mache. Und vorgesehen ist da eine Schublade unten drunter, die die ganze Späne auffängt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es tatsächlich so mache und wenn ja, wie ich es mache. Aber das werden wir jetzt, sehen, wie wir es machen und ja. Das zumindest ist mein Fahrplan. Ja, also ich habe mich entschieden, alles, was wir beim letzten Mal zugesägt haben, zu verbinden mit Flachdübeln. Das heißt, wir holen jetzt erstmal schnell die Flachdübelfräse raus. Ich hoffe, ich kriege das hier drin gedübelt, denn da draußen ist gerade ziemlich ekelhaft das Wetter. Deshalb schauen wir mal, was wir hier drin hinbekommen. So Mädels, mittlerweile haben wir
alles gedübelt. Ich habe das erstmal alles so ein bisschen provisorisch zusammengesteckt. Also es ist noch nicht geleimt. Es sind ein paar kleine Feinheiten, die nicht so ganz präzise geworden sind. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Es ist nicht schlimm. Mich stört es trotzdem irgendwie. Wenn man sich das hier anguckt, dann ist das nicht ganz präzise geworden. Das ist ja ein bisschen weniger als ein Millimeter, der hier rausguckt. Allerdings macht dieses Holz auch so einen Bogen. Also es hat einen Bauch hier in der Mitte. Auf der anderen Seite ist es ein Ticken schlimmer. Ich hoffe, dass wenn ich das jetzt zusammenleime und mit den Zwingen fixiere, dass ich die Möglichkeit habe, das noch etwas zu richten. Dass es zumindest an den Stellen, wo es extrem rausguckt, noch ein bisschen nachjustieren kann. Ja, habe zwar wenig Hoffnung, aber das bisschen Hoffnung habe ich. Und ja, vielleicht kriegen wir es ja ordentlich hin. Nichtsdestotrotz, nachher, wenn es geschliffen ist, denke ich, sollte man davon eigentlich nichts mehr sehen. Ich würde sagen, wir machen weiter, denn vielleicht kriegen wir das Teil ja heute fertig. Denn mein Ziel ist es ja zumindest für dieses Video, diesen Korpus in seiner Gänze fertig zu bekommen. So Freunde, ich habe mich jetzt entschieden, diesen Ausschnitt zu machen, bevor ich das Ganze miteinander verleime. Ich habe das erstmal festgespannt auf allen vier Seiten, dass alle Teile in der Endposition sitzen. Und ja, ich werde jetzt diesen Ausschnitt machen, denn wir haben hier in der Mitte diese Wand, die dazwischen steht. Und die säge ich somit gleich links und rechts an und habe damit einen bündigen Schnitt mit dieser oberen Platte. Was ganz wichtig ist, wenn ihr mit so einer Handkreissäge und so einer Schiene arbeitet, passt immer auf, dass die Schiene auf der richtigen Seite ist, nämlich auf der Seite, die man nachher sieht, die übrig bleibt. Denn wenn der Splitterschutz auf der falschen Seite ist, dann hat man hier ganz schnell nachher alles voller Ausrisse. Das ist mir nämlich bei meinem Schrauberschränkchen passiert. So, ich zeige euch mal ganz kurz, was ich mit dem Ausriss meine, und dann werdet ihr auch gleich verstehen, warum es wichtig ist, die Schiene auf die richtige Seite zu packen. Ich zeige euch das mal ganz kurz hier aus der Nähe. Hier lag die Schiene und die Seite ist relativ sauber. Und auf der anderen Seite, dort wo das Sägeblatt läuft, da haben wir alle möglichen Arten von Ausrissen. Fast auf der gesamten Länge. Gerade dabei, das gute Stück zu verleimen. Ich habe hier relativ viel Leim drauf. Nicht, weil das unbedingt nötig ist, sondern ich habe einfach ein bisschen Angst, dass es in der Zeit, wo ich alles zusammenfüge, stellenweise schon trocknet. Und da ich noch ein bisschen was hin und her schieben muss, habe ich mir gedacht, ich mache es ein bisschen dicker drauf, dann trocknet er nicht so schnell. Ich habe mir hier übrigens so ein paar Anschläge dran gebaut, dass ich so ziemlich genau die Position habe, in der es nachher stehen muss. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Hier habe ich die Anschläge, die habe ich mir hier festgemacht und habe dann da genau den Abstand, den ich brauche, genau wie hier. Das Ganze habe ich natürlich auch im Oberteil gemacht.
Für den Fall, dass ich hier nachher Türchen oder Schubladen reinmache, habe ich nachher genau die Position, die ich brauche, damit Türchen oder Schubladen bündig sind mit Ober- und Unterkante des Korpuses. Ja, ich will jetzt nicht lange weiter reden. Ich muss jetzt hier oben die Kante, überall, die muss ich jetzt noch schnell einleimen und dann setzen wir den Deckel oben drauf. Also es muss jetzt relativ schnell gehen, damit ich noch ein bisschen Möglichkeit habe zu verschieben und zu korrigieren. Also ich würde sagen, los geht's. Ich habe übrigens diese Flachdübel alle schon mal gestern eingeleimt. So sind die schon mal fest. Normalerweise ist das ja egal, kann man alles gleichzeitig leimen. Ich wollte das heute schon mal fest haben, weil das Stück so groß ist und ich nicht wusste, ob ich mit dem Leim hinterherkomme. So Leute, jetzt haben wir das Ganze erstmal einigermaßen verleimt. Ich habe gerade hier eine halbe Stunde ungefähr an Material rausgeschnitten, weil ich ungefähr eine halbe Stunde nur geflucht habe und Sachen durch die Gegend geworfen habe. Das wollte ich euch ersparen, deshalb seht ihr es hier nicht. Ich habe festgestellt, ich habe einfach viel zu wenig große Zwingen, um solche Sachen hier ordentlich zu zwingen. Ich habe jetzt hier auf beiden Seiten nur jeweils zwei. Und hier in der Mitte habe ich gar nichts. Ich kann halt das ganze Teil auch nirgendwo ablegen, dass eine Beschwerung von oben Sinn machen würde. Ja, das ist der Nachteil, ich sag mal, an kleinen Werkstätten. Und dadurch, dass es draußen ein bisschen wechselhaft ist und ich nicht weiß, ob das regnet oder nicht regnet, kann ich es noch nicht mal draußen abstellen. Das heißt, ich hoffe, dass wir trotzdem ein einigermaßen gutes Ergebnis erzielen hier am Ende. Ja, wir warten mal bis morgen, bis es trocken ist und dann, ja, dann sehen wir uns wieder. Korpus ist soweit fertig, also der untere Teil von meinem Unterstand. Was ich damit noch so weiter vorhabe und wie wir das Ding mobil und stabil bekommen haben, das seht ihr dann im nächsten Video. So ihr Lieben, das Endergebnis von meinem Unterstand habt ihr gesehen. Das heißt, Endergebnis ja eigentlich nur zum Teil, da es ja noch nicht ganz fertig ist. Wie die Einteilung nachher wird, ob das Schubladen oder Fächer, Regale oder sonst irgendwas wird, das weiß ich noch nicht. Was ich aber ganz sicher weiß, wie es hier oben rum werden wird. Und wie es hier oben rum werden wird, weil es soll ja am Ende so sein, dass wir auch mal größeres Plattenmaterial sägen können. Wie das hier oben wird, das weiß ich schon. Und ich denke, das wird auch das nächste sein, was ich mache. Und deshalb hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielleicht schaut da noch mal rein. Ich freue mich auf euch. Macht's gut, euer Sascha.